Ö1 Podcast. Ich bin Mari Lang und in dieser Folge zu Gast bei einer Frau, die sich als erste Konzertmeisterin des Radiosymphonieorchesters Wien einen Kindheitstraum erfüllt hat. Name: Uzia Magyar. Alter: 43. Beruf: Musikerin, Geigerin, Konzertmeisterin. Berufung: Musikerin. Mein Kraftort: Meine Geige. Und diese hat Lucia Magyar auch in der Hand, als ich im großen Sendesaal des ORF-Radiokulturhauses in Wien eintreffe. Vor wenigen Minuten sind hier die Proben des Radiosymphonieorchester Wien, dessen erste Konzertmeisterin Magyar seit einem Jahr ist, zu Ende gegangen. Ich bin leider zu spät, da eines meiner Kinder krank geworden ist. Die anderen OrchestermusikerInnen sind alle schon weg. Auch Magyar packt ihre Geige jetzt ein und wir setzen uns auf die dunklen Lederstühle in die erste Reihe, um uns zu unterhalten. Dass unser Treffen heute überhaupt zustande gekommen ist, grenzt fast schon an ein Wunder. Dreimal mussten wir im Vorfeld verschieben. Denn auch Lucia Magyar ist Mutter von zwei Kindern und hat einen dicht gefüllten Terminkalender. Sehr viel wird um den Dienst, um die Proben und Konzerte mit dem RSO geplant. Und dazu kommen eben noch meine solistischen Auftritte, Kammermusik. Naja, und das, was ja noch dazwischen kommt mit meinen Konzertreisen, dass ich dann eben auch oft im Ausland wieder Konzerte gebe. Da bin ich natürlich unterwegs und das wird dann so eben geplant, je nachdem, wo Tage frei sind, dann bin ich ja eben weg. Wie ist es denn überhaupt gekommen, dass du erste Konzertmeisterin des RSO, des Radiosymphonieorchesters, geworden bist? Also ich arbeite tatsächlich schon sehr lange als Konzertmeisterin. Also meine erste Stelle habe ich in 2006 angetreten in Deutschland. Und ich habe mich immer wieder so ein bisschen umgeschaut, was ich noch anders, woanders machen würde. Ich war mir etwas unsicher, ob ich mein ganzes Berufsleben lang Konzertmeisterin von einem Opernorchester sein möchte, weil in Essen war das ein Opernorchester. Dann habe ich eben nach Hannover gewechselt. Das war auch ein Opernorchester. Ich war in Berlin, in der Deutschen Oper. Und dann am Ende war es so, dass ich meine 2021 habe ich erfahren, dass es eben hier im RSO eine Vakanz gibt für die Stelle. Und ich dachte, ja, Wien ist wunderbar. Also eigentlich, ich habe immer Wien sehr geschätzt, sehr geliebt. Also gerade für uns Musiker ist das ein ganz toller Ort. Was hat dich denn schon immer gereizt an der Rolle der Konzertmeisterin? Hast du die eigentlich von klein auf schon angestrebt oder wie ist das gekommen? Also ich habe mit 7 Jahren angefangen zu spielen und da habe ich mir natürlich noch gar keine Gedanken gemacht, also was ich überhaupt machen möchte. Damit hat mir einfach gut gefallen, Geige zu spielen. Und das war, wenn ich jetzt drüber nachgedacht habe, rückwirkend, irgendwie lustigerweise immer so, dass ich selbst schon in den Schulorchestern sehr oft als Konzertmeisterin eingesetzt worden bin. Also warum, weiß ich eigentlich nicht, aber es war einfach so. Und deswegen war das für mich relativ, ich will nicht sagen einfach, aber so fast wie selbstverständlich, dass wenn ich in ein Orchester komme, dann sitze ich auf jeden Fall schon mal ziemlich weit vorne, so ohne das irgendwie zu werten. Das war einfach für mich so passiert. Und später habe ich dann studiert, einige Jahre, und dann eben kam irgendwann am Ende des Studiums eben diese Frage, was mache ich dann jetzt, um das zum Beruf zu machen? Und da hat mir tatsächlich der Mann meiner letzten Professorin, Frau Silvia Markovic, bei der ich in Graz studiert habe, gesagt, also er konnte es sagen, weil er selber Konzertmeister war. Er kann sich das bei mir sehr gut vorstellen, dass ich Konzertmeisterin sein könnte und ich soll mich einfach mal bewerben. Und für mich war das so ein Moment, wo ich so ein bisschen innehalten musste, weil ich tatsächlich nicht so aktiv auf den Gedanken gekommen wäre. Ich dachte, na gut, ich probiere es einfach, weil es ist einfach eine Möglichkeit. Lucia Magyar wurde 1981 in Polen geboren und hat ihre Kindheit in einer Plattenbausiedlung am Rande der Großstadt Poznań verbracht. Zur Zeit des Kommunismus gab es für Kinder wenig Ablenkung, erzählt sie.
Und so habe sie ihre Freizeit vor allem mit Büchern und Musik verbracht. Das war nicht meine Entscheidung, ein Instrument zu spielen, sondern von meinen Eltern, die gerne einfach wollten, dass mein Bruder, der ist ein Jahr älter, und ich, dass wir einfach so eine Grundausbildung in der Musik haben und ein Instrument lernen. Und da bei uns aber ein Klavier stand zu Hause von der Oma geerbt, dann hieß es ja, dann soll sie Klavier lernen. Und da wurde ich für die Schule eingeschrieben, hat sich dann leider herausgestellt, dass alle freie Plätze für Klavier schon besetzt waren. Und das Einzige, was noch frei war, war die Geige. Bist du dann mit Musik aufgewachsen, weil du sagst, bei euch zu Hause stand ein Klavier, das von der Großmutter vererbt worden ist. Hat dann jemand sonst noch auf diesem Klavier gespielt oder war Musik, hat das eine Rolle gespielt in eurer Familie? Es war jetzt kein so musikalischer Haushalt, dass wir alle irgendwie musiziert haben oder dass meine Eltern gespielt haben. Also mein Papa ist kein Musiker, sondern meine Mama hat Flöte studiert und gespielt. Aber wir hatten jetzt eigentlich nicht wirklich jeden Tag Musik zu Hause. Wann war denn bei dir der Moment, wo so der Funke übergesprungen ist, wo du gemerkt hast, das ist jetzt mehr als ich muss da jetzt in die Musikschule und ein Instrument lernen, weil die Eltern das halt so wollen? Wann war bei dir so klar, na, ich will das eigentlich so wirklich? Das war eigentlich immer eine Mischung, weil also bei mir war diese Ausbildung mit der Geige, das Lernen vor allem in der Grundschule, also es fiel mir einfach sehr leicht. Und natürlich, wenn einem Kind etwas leicht fällt, dann macht es gerne. Wie viel hast du da geübt? Wie darf man sich das vorstellen? Ja, einfach nach der Schule. Aber das war eher so zwecksorientiert, würde ich mal sagen. Also ich hatte halt bestimmte Stücke zu lernen. Die wurden dann aufgegeben, jede Woche, jede zweite Woche. Und dann habe ich geübt, bis ich die kannte. Dann habe ich halt gemerkt, okay, das ist dann tatsächlich so, dass ich jetzt auf eine, ja, auf Musikgymnasium gehe. Das war ja schon so die erste Entwicklung, wo ich dachte, gut, das fühlt sich jetzt schon anders an. Und es sind auch mehr Kinder, die das schon ein bisschen weiter waren, eben mit dieser Überlegung, das will ich unbedingt machen. Da habe ich mir natürlich schon so die ersten Gedanken gemacht. Und ja, dann ging es relativ schnell, dass ich dann schon, ja, zu Meisterkursen gefahren bin und erste Wettbewerbe gemacht habe. Und es ist irgendwie dann, dieser Wunsch ist gewachsen. Ja, das möchte ich dann auch weitermachen. Dass Madja den Weg der Berufsgeigerin aber tatsächlich eingeschlagen hat, dass sie die daraus folgenden Entbehrungen und Strapazen auf sich genommen hat, lag an einem Glas Schokoladencreme, erzählt sie mit einem Augenzwinkern. Zusammen mit zwei anderen Kindern aus meiner Musikschule wurde ich ausgewählt, um eine kleine Delegation vorzuspielen. Ich kann mich nur erinnern, dass es Holländerinnen waren. Und die fanden das sehr reizend. Und dann haben wir, also jedes Kind hat zwei Nutella-Gläser als Gage, sage ich mal, bekommen. Und ich fand mich unglaublich begeistert, weil mir kam, glaube ich, damals auch gar nicht in den Sinn, dass man spielt und dass man irgendwas dann bekommt. Und das war ein Nutella-Glas, sogar zwei gleich, was ich nicht kannte, was unglaublich toll schmeckte. Und ich habe das, glaube ich, innerhalb von einem Tag habe ich ein ganzes Glas gegessen. Und ich weiß, dass es mir nachher nicht gut ging. Aber einfach dieses Gefühl, dass man so was Tolles nach dem Spielen als Belohnung bekommen kann, ich glaube, dieses Gefühl schwingt irgendwie in mir noch mit und hat sicherlich dazu beigetragen, dass ich mich entschieden habe, wenn man so schöne Sachen bekommt fürs Spiel, Geige spielen, dann bleibe ich einfach dabei. Und welche Rolle spielt Schokocreme oder Haselnusscreme heute noch in deinem Leben? Ich versuche, die Rolle ganz klein zu halten. Das ist natürlich sehr ungesund und nicht gut. Aber es ist natürlich, ich muss zugeben, dass ich an sich Schokolade einfach sehr gerne mag. Was Lucia Madja auch gerne mag, ist das Reisen. Und auch das kam über die Musik recht früh in ihr Leben. Denn als Anfang der 1990er Jahre, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, die Grenzen zwischen Ost- und Westeuropa geöffnet wurden, spielte Madja recht schnell auch im Ausland Konzerte. Ich kann mich erinnern, also meine erste Auslandsreise war nach Schweden. Das war ein Schulorchester, wo ich mitgespielt habe. Und ja, das war auch diese erste Erkenntnis, ja, mit Musik kann man auch verreisen, weil die Menschen das woanders auch einfach gerne hören. Und das ist eine Möglichkeit, ja, irgendwie frei zu sein. Und das Reisen habe ich auch schon immer dann gemocht. Und meine erste dann Station nach der Ausbildung in den Schulen
war dann in Deutschland, wo ich zum Studieren fuhr. Ich war damals auch sehr jung, mit 16. Alleine? Ganz alleine, genau. Ja, das war auch keine so einfache Zeit. Nach einigen Jahren habe ich erst das Diplom gemacht und ich wollte noch etwas weiter studieren, weil ich immer noch sehr jung war. Also ich hatte ja den ersten Diplom mit 21 gehabt und ich wollte eigentlich noch nicht beruflich arbeiten, sondern noch etwas mehr lernen. Und dann kam eben meine zweite Station, da bin ich nach Graz gekommen. Und von dort eben nach einigen Jahren habe ich eben meine erste Stelle angetreten in Essen. Was hat dich denn da damals angetrieben, als du mit 16 alleine nach Deutschland gegangen bist, um zu studieren? Beziehungsweise inwiefern hat dich dein Umfeld da auch unterstützt? Weil das ist ja schon eine große Entscheidung und das muss man wirklich wollen. Total richtig, genau. Also ich hatte ein bisschen Glück, weil ich darauf vorbereitet war, nämlich mit 14 bin ich schon regelmäßig zum Unterricht nach Deutschland, nach Rostock gefahren, weil ich damals schon den Kontakt hatte zu meinem späteren Lehrer. Und deswegen konnte ich das so ein bisschen kennenlernen und auch, dass es damals sehr mühsam war, immer mit dem Zug hin und her zu fahren, jede 2 Wochen. Wie lange bist du da gefahren? Oh, das waren sehr viele Stunden. Ich weiß nicht mehr, wie viele Stunden das waren, aber ich schätze 10 Stunden vielleicht. Da war ich noch nicht alleine, sondern ich bin immer mit meiner Mama gefahren. Aber dann wenigstens kannte ich die Stadt, ich kannte die Studenten, die da waren und natürlich meinen Lehrer. Konnte dann schon auch ein bisschen Deutsch. Also es war schon eine Extremsituation. Wenn ich selber darüber nachdenke, mein Kind würde irgendwann alleine mit 14, 15, 16. Also heute habe ich natürlich eine andere Perspektive auf so eine Situation. Aber gut, das war damals die einzige Möglichkeit, so eine tolle Ausbildung zu bekommen. Inwiefern hat das denn eine Rolle gespielt, dass deine Mutter auch Berufsmusikerin war? Ja, ich denke, sie konnte das gut einschätzen mit dem Üben und was man braucht, um wirklich eben im Beruf bestehen zu können. Weil man muss natürlich diese Disziplin mit Üben und Fortschritte machen. Sie kann natürlich als Berufsmusikerin das auch gut einschätzen, was eine gute Ausbildung ist. So, das sieht vielleicht jemand, der mit Musik jetzt nicht so viel zu tun hat, nicht sofort. Aber es ist schon wichtig, diese Zusammenhänge zu erkennen und zu wissen, was macht jetzt am meisten Sinn und was ist vielleicht Zeitverschwendung. Ja. Im Rückblick sieht Lucia Maggias Karriere als erfolgreiche Solistin und erste Konzertmeisterin diverser Opernorchester in Deutschland geradlinig und reibungslos aus. Doch auch auf ihrem Weg gab es immer wieder Rückschläge. So hatte sie etwa mit 18 Jahren einen äußerst schmerzhaften, eingeklemmten Nerv im Nacken und bekam von Ärzten die niederschmetternde Empfehlung Berufswechsel. Doch Maggia hat sich von ihrem Traum nicht abbringen lassen und lebt diesen nun als erste Konzertmeisterin des Radiosymphonieorchester Wien. Bei uns gibt es sogar 2 erste Konzertmeisterinnen im Orchester, was ich ganz fantastisch finde. Es ist nur so, dass theoretisch ist es ja möglich, so eine Position zu bekommen. Und es gibt die ganz, ganz großen Orchester, Top 10, Top 20 in der Welt. Und da muss man auf die Statistik zurückgreifen. Ich habe mir das tatsächlich gestern nochmal Abend angeschaut. Beim Ranking von 2023 bei den Top 10 Weltorchester gibt es für 20 erste Konzertmeisterstellen, sind 2 von Frauen besetzt. Du bist ja in der Branche jetzt drinnen. Wie erklärst du dir das? Also ich kann mir das nur damit erklären, dass ich selber 2 Punkte sehe. Die eine ist, es ist leider immer noch ja so, dass man einer Frau nicht im gleichen Maße die hohe Kompetenz zusagt und ihr deswegen, sag ich mal, gleich die Chancen nicht gibt. Das heißt schon in der Phase der Bewerbung ist es sehr schwer, weil einfach viele entscheiden und natürlich, wenn das in den Köpfen, ja, dieses Bild nicht so klar ist, dass eine Frau genau die gleiche Ausbildung, genau die gleichen, also Führungsqualitäten mitbringt für so eine Position. Ich meine, das Gleiche gilt übrigens auch für Chefinnenpositionen. Also zum Beispiel bei den Top 10 Orchester gibt es keine einzige weibliche Chefin. Und das ist der eine Punkt, den ich so sehe, dass es eben als Bild eine Konzertmeisterin in einem großen Orchester ist noch nicht ganz klar angekommen. Und das andere ist aber auch, dass auch Frauen sich weniger für solche Stellen bewerben. Was, wie ich denke, natürlich auch Gründe hat, dass es viel schwieriger ist, sich zu behaupten natürlich auf seine Stelle. Und ich kann das schon gut verstehen, dass eine Frau dann eben auch
Angst hat, weil das sehr, sehr viel Energie kostet. Aber andererseits, ich denke, dass wir uns Frauen das vielleicht in vielen Fällen nicht zutrauen, weil wir denken, ja, ich bin vielleicht noch nicht gut genug oder ich muss noch mehr lernen oder ich muss vielleicht noch mehr Erfahrung mitbringen. Also dieser Perfektionismus steht uns vielleicht auch im Weg. Was hast du denn mitgebracht oder was bringst du mit, dass du das offenbar nicht hattest, diese Hürde von, naja, ich weiß nicht, ob ich mich überhaupt bewerben soll, ob ich mir das überhaupt zutrauen soll? Ich glaube, ich hatte dieses Verständnis, dass ich das kann, obwohl ich noch gar nicht viel Erfahrung hatte, in einem Profiorchester zu spielen. Aber ich hatte jetzt nicht so diese Berührungsängste, dass ich mich jetzt vielleicht nicht bewerbe. Aber das ist ja spannend, weil damit brichst du ja dieses Klischee, dass Frauen da so Berührungsängste haben und sich nicht trauen und glauben, na, ich muss da noch Erfahrung sammeln. Und da frage ich mich, was bringst du mit oder woher kommt das, dass du das einfach gar nicht hattest? Ich glaube, an diesem Punkt habe ich wirklich einfach mir nicht so viele Gedanken gemacht, sondern ich habe mir wirklich so gedacht, okay, ich habe es gemacht, schon im Studium, dann werde ich das ja auch im Beruf irgendwie lernen. Wahrscheinlich hatte ich an der Stelle einfach Glück mit meinem Mindset damals. Es ist auch tatsächlich so, sicherlich, dass in Polen, obwohl wir auch ein sehr, sage ich mal, traditionell aufgestelltes Land sind, also gerade die Frauenrolle ist da schon sehr traditionell, so mit Familie verbunden und so weiter. Und im Beruf aber war es tatsächlich so, dass mir das oft vorgelebt wurde, dass auch viele Frauen in Chefpositionen waren. Und sogar in meiner Heimatstadt gab es eine Chefdirigentin. Das heißt, ich kenne das schon seit meiner Kindheit, dass ich das gesehen habe, dass es eine Frau ein Orchester leitet. Und das war dann deswegen für mich selbstverständlich. Und ich glaube, man muss diese Sachen eben selbstverständlich machen. Lucia Maggia füllt in dieser Richtung gleich doppelt eine Vorbildfunktion aus. Nicht nur, dass sie als erste Konzertmeisterin einer der wenigen Frauen in der Branche ist, als Mutter von zwei Kindern lebt sie auch vor, dass es durchaus möglich ist, Kinder und Karriere zu vereinbaren. Bei mir ist es so, wenn ich natürlich für ein Konzert wegfahre für 2 Tage oder wenn wir auch manchmal ab und zu eine Tournee haben, wie im Frühjahr waren wir in China 10 Tage, da fragt ja jede Seite, ja, und wie ist es mit den Kindern? Ja, und es haben mich auch tatsächlich mehrere Kollegen und Kolleginnen gefragt aus dem Orchester, weil die wissen, also meine Kleine ist ja noch tatsächlich relativ klein, also die ist 1 Jahr 10 Monate erst. Und da waren sie schon quasi erstaunt, dass ich dann sie so lange in Anführungsstrichen alleine lasse. Und ich weiß zum Beispiel von manchen Kollegen, dass die ja auch kleine Kinder haben und die waren ja mit auf Tournee und die haben mich dann auch gefragt, ja, und was ist mit den Kindern, was ist mit dem Kind? Und dann habe ich angefangen, gegenzufragen, ja, und wie machst du das mit den Kindern? So. Und tatsächlich habe ich eine interessante Antwort einmal bekommen von einem Kollegen, der hat gesagt, ach, die sind ja eh nicht so eng mit mir. Aber jetzt wirklich ganz wertschätzend gemeint, wie macht ihr das denn mit der Vereinbarkeit? Habt ihr das irgendwie speziell geregelt oder wie läuft das ab, wenn, so wie in deinem Fall jetzt, du eine leitende Funktion hast, Karriere machst? Das ist sehr fordernd, das ist sehr zeitintensiv, das weiß ich selber auch. Wie habt ihr das geregelt? Es ist, ja, wahnsinnig viel an Organisation. Also wir setzen uns eigentlich immer am Sonntag, sage ich mal, ganz unromantisch zusammen und planen einfach die nächste Woche. Ja, und was ich auch sehr wichtig finde, ist natürlich darauf zu achten, dass man auch selber so ein bisschen zur Ruhe kommt zwischendurch, weil das ist schon eine sehr große Belastung. Aber ich denke, das ist egal, ob man jetzt sich ganz entscheiden würde, nur für Familie da zu sein oder nur für den Beruf. Das kennt jeder, dass es vielleicht so Momente sind, die sehr, sehr belastend sind, die sehr viel Zeit kosten, ja, Nerven. Was machst du denn konkret, um die Balance zu halten in diesem fordernden Beruf und auch mit Familie nebenher? Wie kommst du zur Ruhe? Ja, da habe ich mir mal so einen schönen Impuls geholt von einer Yogalehrerin, die meinte, dass man sich so eine Art Entspannungshandbuch zurechtlegt, so mit Punkten, dass man sich in einer ruhigen Minute, wo es einem gerade ganz gut geht, hinsetzt und sich dann Gedanken macht, was tut mir gut, also was mache ich gerne, das kann ja Massage sein, das kann Kaffee trinken gehen mit einer guten Freundin, das kann mal spazieren gehen sein, irgendwie mit Kindern Kastanien sammeln und so weiter und so weiter. Und dann hat man so sozusagen so ein Rescue-Buch
Und wenn es einem schlecht geht, dann kann man da einfach so reinschauen und lesen. Und auch gerne so zum Beispiel gute, positive Momente sich aufschreiben. Zum Beispiel, Was ja. steht da als letzter positiver Moment drinnen? Letzter positiver Moment. Also ich habe das ja länger nicht aktualisiert, deswegen kann ich jetzt nicht aus dem Off so sagen. Aber ich hatte zum Beispiel jetzt im Sommer sehr schöne Momente, also gerade mit Familie. Und wir versuchen auch mit meinem Mann regelmäßig, also eigentlich einmal im Monat immer ein Date miteinander zu organisieren. Und da bin ich immer sehr, sehr glücklich, wenn so ein Abend zu Ende geht. Seit knapp 2 Jahren wohnt Lucia Maggia mit ihrem Mann und den 2 Kindern am Stadtrand von Wien und hat sich damit einen weiteren Traum erfüllt. Ich hatte ja eben schon als Kind diese ersten tollen Eindrücke durch den Goldenen Saal des Musikvereins, weil natürlich, es gab ja die Transmission des Neujahrskonzerts jedes Jahr. Und da war ich jedes Mal, also allein schon von dem Saal so begeistert. Und natürlich haben immer die ganzen Erwachsenen, ganzen Musiklehrer erzählt, wie toll das dort sein soll. Und das war so das Nonplusultra, was ich schon als Kind so wahrgenommen habe. Und dann tatsächlich war ich auch schon, glaube ich, als ich 16, 17 war, das erste Mal in Wien, habe ich ein Konzert hier gespielt. Und ich war auch damals schon von der Stadt hin und weg. Und ich versuche auch sehr, sehr oft in Konzerte zu gehen, weil man hier einfach die ganze Welt trifft. Es sind alle großen Solisten, die hier auftreten. Also man kann eigentlich jede Woche 5-mal ins Konzert gehen und was unglaublich Tolles erleben. Du bist in Polen geboren, hast lange in Deutschland gelebt. Durch deine Reisen bist du auf der ganzen Welt herumgekommen, bist jetzt in Wien unter anderem angekommen. Was bedeutet Zuhause für dich? Also ich würde jetzt spontan antworten, zu Hause ist, wo meine Familie ist. Aber ich denke, du möchtest mich wahrscheinlich fragen, weil ich das mal gesagt habe, dass ich in der Musik zu Hause bin. Also im übertragenen Sinne natürlich kann ich das schon sagen, dass immer wenn ich in der Musik bin, sie spiele, von begeistert bin und mich selber vergesse, dass ich das schon mein Zuhause nennen kann, weil natürlich, so wie du erwähnt hast, wenn man viel unterwegs ist und vielleicht so ein unstetes Leben füllt mit vielen Wechseln, vielen Veränderungen, dann gibt es natürlich die konstante Musik in meinem Leben, was ich auch zu Hause nennen kann, ja. Und inwiefern gibt Lucia Maggia ihre Leidenschaft auch an ihre Kinder weiter? Würde sie sich, vielleicht auch in Anbetracht ihres Engagements in Sachen Gleichberechtigung in der klassischen Musik, wünschen, dass ihre Töchter in ihre Fußstapfen treten? Also ich hoffe, dass sie das genauso lieben werden wie ich. Und meine Große fängt jetzt auch an, Geige zu spielen, aber nur, weil sie das auch wirklich selber wollte. Ich werde es auf jeden Fall, ich sag mal, ihr nicht erschweren, da reinzugehen, weil ich kenne auch viele Musiker, die sagen, oh, das ist so ein schwerer Beruf und es wird immer schwerer und man weiß nicht, wieso die Zukunft von klassischer Musik sein würde. Ich möchte nicht, dass meine Kinder das lernen. Ich bin ja zu Hause mit so etwas wie Radio Burgenland groß geworden. Bei uns lief immer Volksmusik und Schlager im Radio. Wie darf ich mir das bei euch zu Hause vorstellen? Ist es dann tatsächlich so, dass da permanent klassische Musik läuft oder wie ist das bei euch? Nein, also bei uns gibt es sehr wenig tatsächlich klassische Musik zu Hause, weil ich da so ein bisschen eigen bin. Also ich sage immer, das ist so meine Ohrenhygiene, weil ich sehr viel Musik mache und auch höre und ich brauche auch meine Stille. Also natürlich, wenn jemand Lust hat, was zu hören, also Kinder ihre Hörspiele oder irgendwelche Kinderlieder oder mein Mann mag gerne abends so ein bisschen so die Hits hören einfach, dann höre ich halt mit. Aber wenn ich jetzt alleine was mache zu Hause, also entweder ich setze mich dann tatsächlich aber hin, so mit einer Aufnahme, die ich mir unbedingt anhören möchte, und die höre ich mir dann aber auch genau zu. Aber so nebenbei Musik, also gerade klassische Musik zu hören, das kann ich irgendwie gar nicht. Hast du denn mit der Musik noch irgendeinen Traum? Also gibt es noch irgendetwas, wo du hin möchtest? Ah, oh, es ist auch eine große Frage. Also ich habe jetzt, also sehr viele Träume in meinem Leben, wie ich das empfinde, sind in Erfüllung gegangen, weil ich kann wirklich jeden Tag auch Musik machen und im Prinzip fast so, wie ich das immer möchte. Also gerade beim RSO, das kann ich auch immer wieder betonen, wir haben einfach diese spannenden Programme auch mit diesen großartigen Werken, die oft sehr selten gespielt werden. Also wir spielen nicht nur Bruckner, Mahler, Beethoven, sondern eben auch Taneyev oder Rachmaninow unbekannte Sinfonien, Schostakowitsch weniger bekannte Sinfonien und so weiter und so weiter. Deswegen ist es für mich so eine Art, diese Breite
im Repertoire zu haben als Orchester, das ist für mich einfach ganz toll. Also ich bin jedes Mal ganz begeistert mit unserem Programm. Und natürlich habe ich noch gerne Stücke, die ich noch öfters spielen würde auf der Bühne, so bestimmte Violinkonzerte. Zum Beispiel kam ich tatsächlich noch nie dazu, mit Orchester Beethoven-Konzert zu spielen, was für mich so eins der so Stücke überhaupt ist. Und das würde ich gerne irgendwann machen. Ja, momentan bin ich wirklich sehr, sehr erfüllt. Am Ende dieser Sendung gibt es immer ein bisschen Glück von mir. Ich weiß nicht, ob das viel gesünder ist als Schokoladencreme, aber schauen wir mal. Ein Glückskeks für dich. Ah, toll. Ich bin immer sehr gespannt, was drinnen steht. Und ich finde es auch immer sehr interessant, dass das dann oft zu den Personen so gut passt. Obwohl es ja eigentlich zufällig ausgewählt ist. Ja, es passt tatsächlich sehr, sehr gut. Das Glück hängt nicht davon ab, wie viel wir haben, sondern wie viel Freude wir daran haben. Wie interpretierst du das jetzt auf dich persönlich? Also das Leitmotiv in meinem Leben ist, dass ich mit der Geige, mit der klassischen Musik vor allem sehr viel Freude habe. Also dadurch kommt sehr viel Freude, Begeisterung, Passion in meinem Leben. Am Ende ist es eigentlich fast egal, welche Position ich habe. Ja? Also ja, ich bin erste Konzertmeisterin hier und für mich ist es, so wie in unserem ganzen Gespräch jetzt, auch wichtig, darüber zu sprechen und dass das eben eine Selbstverständlichkeit sein sollte, dass eine Frau das hat, dass man das eigentlich gar nicht ansprechen müsste, ja? Dass es etwas Besonderes ist. Aber am Ende denke ich, dass die Musik trotzdem der Kern der Sache ist und dass ich würde sagen, wenn ich einfach nur Musik machen könnte, auch selbst in einer anderen Konstellation, dass die Freude wäre trotzdem dort, weil das ist ja für mich ja die Essenz dessen, was die klassische Musik für mich ausmacht. Ein Ö1-Podcast von Mari Lang. Musik Alex Winkler. Um keine Folge mehr zu verpassen, Menschenbilder mittendrin am besten gleich abonnieren. Eine Produktion des ORF 2024.